Hallo, liebe Jugendlichen aus der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena. Hier bin ich wieder, die Nadja, mit einer neuen Nachricht zum Wochenende. Und ich stehe hier nicht alleine. Die Verena, unsere Schutzpatronin der Seelsorgeeinheit, ist auch mit dabei. Und ich glaube, die genießt auch gerade das gute Wetter und freut sich über jeden, der die Kirche irgendwie besucht und kurz Zeit mit Gott verbringt. Denn ich habe gerade kurz mit ihr gesprochen und sie meinte, ja, es kommt irgendwie auf jeden von euch an. Ich glaube, das haben wir gerade auch im Lied gehört. Here I am, Lord. Hier bin ich. Meinst du wirklich mich? Ich glaube, manchmal fühlen wir uns da ein bisschen überfordert und denken, was kann ich da schon bewirken jetzt in der Zeit mit Corona? Alles ist geschlossen. Wieso soll es da auf mich ankommen? Hören wir mal einen Text, der uns vielleicht ein bisschen ermutigt und ein bisschen aufrüttelt, einfach mal etwas zu wagen. Ja, wie ist es denn so, einmal was zu wagen? Lass mal fühlen und nicht denken. Lass mal Gott wirken und nicht erklären, warum er gerade stumm ist. Lass mal fragen, anstatt zu wissen. Lass mal singen, ohne gleich zu reflektieren, ob das jetzt Kitsch oder Hochkultur oder Bach oder irgendwas anderes sein könnte. Lass mal schweigen und nicht noch ein Gebet sprechen, das Gott erklärt, was er tun sollte, damit die Welt so besser wird. So ganz unverbindlich. Einfach nur mal ihm sagen, was dich so bewegt. Lass mal hören, wo dein Herz schlägt. Ob es überhaupt noch schlägt. Könnte doch sein, dass es längst aufgehört hat, mangels Beachtung, mangels Einschränkung. Lass mal hören, wie ein anderes Herz schlägt. Eines, das dich vielleicht auch aus dem Takt bringt. Lass mal schauen, was für Träume hier am Himmelszelt sind, die über deinen Köpfen schweben, ob das auch nicht geht, zusammenträumen. Wie schön wäre das doch jetzt. Lass mal wundern über die Geschichte von Gott und von Seewandlern, von der Brotvermehrung. Lass mal wundern über Worte, die so ganz komisch und dennoch irgendwie wunderhaft schön sind. Du verstehst sie manchmal nicht, aber vielleicht bewirken sie ja trotzdem irgendwas. Lass mal wundern und einfach nicht erklären, was eben nicht zu erklären ist. Lass mal weitersehen und nicht vor der Mauer Halt machen, als sei es von Gott gewollt, dass die Mauer irgendwie dasteht und uns hindert, miteinander zu sprechen. Lass mal schauen, ob das dahinter was gibt und nicht, das war schon immer schon so, deshalb muss es halt so. Lass mal schauen, ob es eine Tür gibt oder ein Fenster oder ein Hammer oder ein Meißel, irgendwas, womit du deine Mauern einreißen kannst. Lass mal lieben und nicht die Verantwortung anderen zuschustern. Lass nicht mal reden wie so ein Verwalter, ein Rechnungsmeister oder sonst irgendjemand. Lass mal lieben, dass selbst die Häme leicht wird und weich wird wie Butter und keiner mehr dem anderen irgendwas aufs Brot schmieren will. Lass mal schweben, probeweise, und sei es nur für 5 Zentimeter über dem Boden. Es braucht ja nicht gleich ein Engel mit Flügeln sein, es reichen ja auch schon kleine Engel, so wie du und ich. Lass mal stören, dich selber und dann die Welt. Lass mal verrückt sein, damit wir gemeinsam etwas verrücken. Ja. Kommt mit, überlegt gemeinsam auf euren Netzwerken, in euren Firmengruppen, mit euren Familien. Wo wollt ihr verrückt sein? Wo wollt ihr gerade ausbrechen? Was lähmt euch? Und wo wollt ihr gerade laut rausschreien und sagen, juhu, das Leben ist noch da? Denn Jesus ist auferstanden. Das haben wir erst vor kurzem gefeiert und wir befinden uns noch in der Osterzeit. Also blasen wir keine Trübsal und packen es an. Denn es kommt auf jeden von uns an. Auch auf dich. Steht auf, brecht aus und macht euch mal ein bisschen nass.